Mich bewegt gerade sehr, sehr stark die Frage, was eigentlich möglich sein wird, wenn künftig mal jedwede Art von Werbung und Kommunikation digital ausgerollt werden kann. Was wird dann möglich sein, wenn also nicht mehr jemand mit dem Auto durch die Stadt fährt, um irgendwo zuvor gedruckte Plakate anzuleimen, sondern wenn per Knopfdruck mein digitales Plakat an Straßenkreuzungen, an Gebäudewänden zu sehen sein wird, an den Orten, für die ich mich vorher entschieden habe. Oder wenn ich um 19.50 Uhr oder 19.53 Uhr entscheiden kann und das auch per Knopfdruck auslösen kann, dass mein TV-Spot vor der Tagesschau zu sehen sein wird und im Übrigen nur wenige Stunden vorher dieser Spot produziert wird. Oder wenn ich am Vormittag erkenne, dass da ein großes Thema hochkommt, das ich für meine Marke, mein Produkt nutzen kann, ich es dann kapere, pachte und nutze, TV-Beiträge produzieren lasse, Radiobeiträge, die den Sendern zur Verfügung stelle, Grafiken, Fotos etc., sodass wenig später ich damit on air bin. Das heißt, dass diese Kampagnen, über die ich gerade spreche, auch andere wird es noch geben, aber nicht mehr den Zeitraum von 3-4 Monaten haben, sondern vielleicht nur noch den einen Tag laufen oder womöglich 2. Und dass diese Art von Kampagnen, über die ich spreche, auch nicht mehr den Vorlauf von 3 Monaten hat, sondern eigentlich nur noch Minuten oder Stunden. Es passiert in Echtzeit. Das heißt auch, dass nicht mehr die Produktion von Kommunikations- und Werbemitteln Bottleneck oder Zeitfresser ist, sondern die Kreation zum Bottleneck wird. Und was heißt das für die Zukunft? Ja, das heißt Kreation in Echtzeit und das heißt, dass Schnelligkeit benötigt wird und das heißt, dass Schnelldenker gebraucht werden.